Große Aufregung um eine Falschmeldung. Viele Medien und Posts berichteten ja über einen angeblichen toten Flüchtling in Berlin. Wir berichten heute über eine Homepage, die solche Fälschungen entlarven kann. Wie man gefakte News, Fotos und Videos im Netz erkennt, jetzt bei Galileo. In sozialen Netzwerken wimmelt es von Falschinformationen und Halbwahrheiten. Fast täglich erscheinen Fotos und Videos, die aus dem Zusammenhang gerissen oder gefälscht werden. Durch Teilen verbreiten sie sich rasend schnell. Mittlerweile glaube ich echt, dass über die Hälfte nur noch falsch ist. Man muss immer kritisch bleiben und auch schauen, wie die Berichterstattung ist und vielleicht auch, wo die Quelle herkommt. Wer sagt mir, dass das alles stimmt? Gute Frage. Fällt einem ein verdächtiger Social-Media-Inhalt oder Bericht auf, soll mimikama.at helfen können. Dort werden täglich Falschmeldungen analysiert. Ist die eigene nicht dabei, kann man sie melden. Entweder per E-Mail an spam@zddk.eu oder direkt über Facebook mit dem eigenen Profil einloggen. Das häufigste Problem: Fotos und Videos sind nicht aktuell und werden in einem falschen Zusammenhang gepostet. Wie hier ein 3 Jahre altes Video einer Demonstration, das als aktuelles Flüchtlingsinvasionsvideo betitelt wird. Nicht nur falsche Meldungen, auch Abo-Fallen, Phishing-E-Mails oder Fake-Gewinnspiele checkt das Team. Sie analysieren Internetlinks und sogar SMS. Auf ihrer Seite veröffentlichen sie dann, ob und welche kriminellen Machenschaften dahinter stecken. 15 Mitarbeiter der größten Community für Internetmissbrauch entlarven wöchentlich rund 70 Falschmeldungen. Über 615.000 User nutzen die Seite schon.